Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Italia im LS 22. In der letzten Folge haben wir viel geerntet. Das läuft hier auch gerade weiter. Wir haben Gerste geerntet. Und in der Zwischenzeit musste ich ein bisschen was erledigen, hab aber leider nicht auf Pause gestellt. Und das Ganze ist weitergelaufen. Dementsprechend ist es jetzt 20 Uhr hier in Game und ich muss leider die Lichter anmachen. Ist aber halb so wild, denn ich würde mich heute mal mit euch um eine Ölmühle kümmern wollen. Die ist ja benötigt, da ich jetzt ja festgestellt habe, Mensch, du hast gar nicht mal so wenig Rapsfelder und da ist auch noch ein Sonnenblumenfeld. Dementsprechend, die wollen ja alle auch geerntet und dann weiterverarbeitet werden. Mal kurz zusehen, dass ich den hier noch einigermaßen leer kriege. Das wird wohl nicht ganz reichen. Super. Großartig. Gut. Dann soll der mal drehen und seine Bahn ziehen. Ich skip einmal durch. Gucken wir zwischendurch nochmal nach. So, hier müssen weiterhin die Ballen eingesammelt werden. Aber in der Zwischenzeit hätte ich hier jetzt mal gesagt, wir schnappen uns da hinten die Presse und lassen den mit Cosplay. Falls das hinhaut, die Presse hatte Probleme, jedenfalls mit dem Unimog, mit Cosplay hier vollenden, damit ich auch möglichst viele Ballen mitnehmen kann. So, der Drescher, der auf diesem Feld unterwegs war, steht schon am nächsten Feld parat. Ist wieder abgehängt? Tatsache. Das ist nicht so schlau. Jetzt wollen wir mal gucken. Das hier ist Feld 19. Die Feldnummer 19 bitte mit einmal dreschen, den Kurs laden, aktivieren. Das sieht gut aus. Und jetzt Surprise, Surprise. Jawohl, hier geht's. Beim Unimog konnte ich hier nicht mehr umstellen. Von erstem auf nächsten Wegpunkt. Das war sehr ungünstig. Das heißt, der kann hier jetzt mal eben in der Zwischenzeit fertig pressen. So, wen müssen wir noch in Gang setzen? Der Schäfer steht brav rum. Und unser Kalkstreuer, der wartet schon auf den nächsten Auftrag hier. Auf der 63. Dann ist der auch durch und ready. Und ich kann den wieder anderweitig einsetzen, weil bisher habe ich noch keine weiteren Kalkaufträge gesehen. 63. Den Ordner gibt es auch noch nicht mal. Wunderbar. Das muss irgendwo hier drüben sein. 63 oder 68? Nee, auf 68 stehen die anderen. Da oben ist er. Job erstellen. Einmal alles am Laufen halten hier. So. Erkannt, wunderbar. Generieren. 63, 12 Meter. Neuer Ordner. Feld 63 hätte ich gerne. Mit 12 Meter streuen. Du darfst auf dem ersten Wegpunkt starten und dann leg mal los. Ich hoffe, der fährt sich nicht fest, aber die Feldfläche sieht eigentlich relativ gut geeignet aus für die Helfer. So, grubbern sollen wir auf der 64 hier zu meiner Linken. Wo ist die offizielle Feldauffahrt? Man weiß es nicht so genau. Ist auch relativ groß. Okay, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wo die Feldauffahrt eigentlich ist. Aber wir sind hier genau. Ach, guck an, wir sind genau beim Deutz. Sehr schön. Feld 64 gibt es bisher auch noch nicht. Dann legen wir auch das gleich an. Der darf hier starten. Bitte sehr. 6 Meter, das passt. Generieren. Im Uhrzeigersinn passt auch. Neuer Ordner. Feld 64. Mit dem Kurs 6 Meter grubbern. Und auch hier. Go. Das schaut gut aus. Würde sagen, der kriegt den Rest hin. So. Dreschen. Zu meiner Linken, Feld 68. Noch eine Runde Gerste.
Und dann sind wir auch durch mit den Gerste-Aufträgen, die sich aus meiner Sicht lohnen. Tatsächlich wurde wieder, weil ich mehrere Aufträge gleichzeitig angenommen habe, wurde hier wieder quer abgegeben. Das heißt, für Feld 68 habe ich eigentlich schon sämtliche Gerste abgegeben. Für Feld 19 allerdings noch nicht. Den Drescher noch einmal aufklappen, bitte. Einmal Action. So. Und dann kriegt auch der hier noch einen Kurs. Das ist 68. Haben wir auch noch nicht. Krass. Da kommen ganz viele neue Feldflächen hinzu. Wunderbar. Bitte sehr. Und bitte sehr. 7,6 Meter waren das nicht? 7,8 eigentlich? Naja, okay. 7,6. Wir machen drei Vorgewände. Scharf. 8%. Ach so, der verliert immer den Kurs, weil man das Schneidwerk abkoppelt, ne? Generiere mir einen Feldkurs. 68, 7,6. Bin irritiert tatsächlich, weil ich dachte, der hätte mehr. Das ist Dreschen. Ja, der, ja komm, hier, fahr einfach. Dann fahr mal durch die Frucht so ein bisschen. Hauptsache, der legt hier los und kommt in Gang. Abfahren muss ich dann zwischendurch mal. Das würde er, glaube ich, oder kriegt er das vielleicht sogar hin? Das könnte sogar sein, dass er das hinbekommt. Ah, guck mal, hier geht's schon los, dass ich mir die Ballen selbst in den Weg lege. Super. Können das ja mal testen. So, wenn ich dir jetzt den Auftrag gebe... Jetzt muss ich echt überlegen, wie war denn das hier? Drescher abfahren. Auf Feld 68 und du sollst dahin fahren. Und da abgeben. Das müsstest du doch eigentlich hinbekommen. Mal schauen, ob es klappt. Surprise, surprise. Aber ich wollte hier hin, genau. Und ah, jetzt wird es doch schon dunkler, als ich gedacht habe. Aber okay. Ich möchte nicht beschleunigen und in den nächsten Tag gehen. Bauen. Wir benötigen als nächstes eine Ölmühle irgendwo hier auf unserer neu angelegten Hoffläche. Und jetzt gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen und es ist nicht zu dunkel. Ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lange gewartet. So, es gibt bei den Ölmühlen tatsächlich entweder hier diese alte Standardmühle, die ist halt riesengroß. Die ist mir eigentlich auch zu groß. Nimmt ja unheimlich viel Platz weg. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel. Ich habe hier einmal durchgeguckt oder ich habe einfach noch nicht so viele Mods. Ich könnte jetzt natürlich noch mal gucken, ob ich eine Ölmühle finde. Aber vielleicht habe ich da doch eine ganz gute Lösung parat. Zwei Varianten habe ich im Kopf. Also es würde auch die hier gehen. Die alte Getreidemühle, die kann eben auch Öl. Problem an der ist, die Fahrzeuge bleiben immer am Windrad hängen. Das ist nicht so cool. Die könnte ich sogar theoretisch hier vorne platzieren. Von der anderen. Weil links und rechts halt die Trigger sind. Das Ganze gibt es hier noch als alte American-Getreidemühle. Die ist eigentlich auch ganz schick. Und ich nehme an, die hat nicht das Problem, dass sie da hängen bleiben. Aber der Output ist halt auch mal gar nicht so hoch bei diesen beiden Mühlen. Und dann gibt es hier noch die alte allgemeine Mühle. Die ist jetzt auch nicht gerade klein. Ich glaube, die haben wir uns auch schon mal angeguckt. Aber die ließe sich ganz gut einbauen, wenn man sie hier vorne hinsetzen würde. Wäre auf jeden Fall nicht ganz so groß wie die
andere Mühle? Die Standardmühle? Muss ich mal überlegen. Hier müsste ich die, glaube ich, hinpacken, damit das da mit dem Durchfahren auch einigermaßen vernünftig hinhaut. Ja. Man nimmt halt echt immer noch sehr, sehr viel Raum ein, ne? Das ist schon eine Ansage. Boah, ich bin da hin und her gerissen. Die kostet 85.000. Das ist auf jeden Fall eine der Varianten. Und die andere Variante, dafür müssen wir mal ganz nach hinten. Es gibt natürlich hier auch noch vom Landbauer die Mühle. Die habe ich jetzt allerdings schon so häufig verwendet, dass ich dachte, das kannst du ja jetzt nicht auch schon wieder machen, ne? So, und dann gibt es hier dieses Hofproduktionen-Pack. Das ist dann so eine Multiproduktion, kann relativ viel, unter anderem halt auch Öl. Und wäre eigentlich ganz schnuggelig. Hier sieht man die Trigger ganz gut, wo die sitzen. Nimmt nicht allzu viel Platz weg. Das Problem ist nur, hier sieht man die Ausgabe und neben der Ausgabe muss man halt das Zeugs reinkippen. Und auf der Ausgabe wird dann ja immer irgendwas rumstehen und im Weg stehen. Deswegen bin ich am Überlegen, wie man das Ding vernünftig platzieren könnte. Wenn man die nämlich so leicht schräg stellt hier, dann sollte das eigentlich hinhauen, dass der so immer noch vorbeikommt. Hier hinten zum Beispiel. So, damit will ich nicht kollidieren. Quasi so. Und da müsste das immer noch klappen, dass im Vorbeifahren, falls ich das auch mal mit Autodrive machen möchte, da eben abgegeben werden kann. So meine Überlegung. Wäre eine ganz gute Platzierung dafür. Weil woanders macht es nicht so richtig Sinn. Ah, ich bin echt hin und her gerissen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was haben wir denn hier noch? Die kostet 50.000, also wäre auch noch mal günstiger. Gäbe es hier auch noch in so einem Backstein-Look. Ah, im Dunkeln sieht man jetzt wenigstens auch, ob die beleuchtet sind. Das ist natürlich ganz cool. Amerikanisch hier passt nicht so richtig. Das ist eher Allgäu, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir hier Kartoffelproduktion. Oh, die gibt es auch noch. Okay. Relativ lütsch. Was haben wir denn hier noch zwischen? Bäckerei. Molkerei. Früchte. Ah, guck mal, anstelle eines Gewächshauses, oder wie? Tomate, Salat und Trauben. Und rauskommen Rosinen, würde ich mal behaupten, und Traubensaft. Und die Tomaten und der Salat werden einfach verkauft, oder? Ach so, die stehen dann davor. Anstelle von so einem Gewächshaus? Gar nicht doof, oder? Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Ach nee, ich soll die. Ah, warte mal, warte mal. Die kommen da rein. Aber aus Tomate wird doch nicht Traubensaft. Oder Rosine. Ich muss mal nachgucken, was das hier hinten ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Früchteproduktion. Und, oh, hier gibt es noch eine kleine, feine Ölproduktion. Allerdings mit den Triggern, das sieht mir ein bisschen zu eng aus, ehrlicherweise. Und ist mir auch zu klein. Oh, Cerealien. Und dann gibt es hier halt noch das alte Weingutshaus, das ich natürlich gerne auch irgendwie nochmal verwenden würde. Bin da noch nicht ganz so überzeugt von dem Ganzen hier. Ehrlicherweise. Ich finde die Variante hier hinten ganz cool. Oder die mit der alten Mühle hier vorne. Aber ich glaube, da ich hier jetzt gerade noch nicht ganz so jubelnd schreie,
verschieben wir das mit dem Setzen. Ich lasse mir das einmal durch den Kopf gehen. Und wir betreuen jetzt hier unsere Ernte mal eben weiter. Dann lasse ich auch Tag werden. Weil es wird echt schneller dunkel hier, als ich dachte. Aber hier können wir mal eben kurz tätig werden. Es wird ja mal Zeit, dass hier alles rausgeholt wird. Hier ist ja gar kein Platz mehr. So. Es dürfte gleich einfach so nachspawnen, oder? Jo. Sehr gut. Ich kann auch bestimmt zwei auf einmal nehmen. Na, dafür kannst du aber hier auch alles ausmachen. Und mach mal Licht an. Oh, das ist ganz schön stark, das Licht. Zit. Drei kriegen wir nicht hin, aber ein Bild kriegen wir hin. Ach, guck mal, da wird es auch heller für, ne? Da, klar. Das Foto wird hier nochmal heller gemacht. Ich ärgere mich jetzt echt, dass ich noch nicht wirklich nach Ölmühlen-Mods geschaut habe. Vielleicht finde ich ja was. Ich werde mal in der Zwischenzeit gucken. Ups. Ich glaube, drei kann er nicht heben. Beep, 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 beep. So, kurz bisschen Hofarbeit einbauen. Oh nein, jetzt ist die in den Boden gebackt. Oh! Wie blöd, wie blöd, wie blöd, wie blöd. Das ist aber richtig ärgerlich jetzt. Kriege ich die mit dem starken Bauern raus oder muss ich hier landscapen? Nee, die kriege ich nicht raus. Oh, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Wie mache ich's? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die anderen jetzt erstmal wegholen sollte. Ich lasse sie da jetzt mal stehen. Kommen wir doch zum Landscapen. Ganz wunderbar. Vielleicht hilft's ja. Wollen wir mal schauen. Eine kleine Operation. Wir wollen absenken. Wir wollen sehr geringfügig absenken. Und ganz vorsichtig. Ja, so, genau. Reicht das schon? Jo, dankeschön. Jetzt haben wir eine schöne Beule im Boden. Landscapen. Nein, ich stehe noch zu dicht dran. Bauen. Landscapen. Jetzt hat er die nächste da reingestellt. Ich muss schneller sein. Ich glaube, ich muss sie da jetzt einmal alle rausstellen hier. Sonst kommen wir hier zu nix. Packt er die nächste schon wieder dahin? Wahrscheinlich sobald ich die Ansicht wechsle. Jo. Komm einmal zur Seite. Ich zurück. Gucken, ob ich schnell genug bin. Bisschen anheben. Passt das einigermaßen? Na, ganz eben sieht es noch nicht aus, ne? Aber muss jetzt reichen. Boah, guck mal, wie viel Mehl wir schon haben. Vielleicht sollte ich das eher einlagern. Ein Palettenlager, das wäre auch noch eine Idee. So. Ah, nee, das ist hier noch ganz schön abschüssig. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, da ist noch eine Delle im Boden. Es war aber auch doof, dass ich da stehen geblieben bin.
Selber schuld. Komm mal mit dem Tool hier. Jetzt sollte das besser sein. Mal gucken. Nur weil ich den Screenshot haben wollte. Jawohl, jetzt passt's. Okido. Seht, da haben wir aber trotzdem genug zu tun hier. Wie man sieht. Ich habe gar nicht erwartet, dass das schon so viel Mehl fertig ist. Ist ja mega gut. Also auf jeden Fall brauche ich ein Palettenlager. Und die Mühle, die Ölmühle. Komm. Lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst haben wir das gleiche Problem wieder. Brauchst auch nicht so nach vorne neigen. Mache ich immer versehentlich. So. Ah, ich glaube, der Stapler war eine ganz gute Investition. Den hatte ich ja ursprünglich beim Händler stehen. Aber der lässt sich hier in dem Bereich jetzt echt gut einbinden. So. Jetzt kommt auch nichts mehr nach. Guck mal an. Habe ich mich vielleicht doch zu früh gefreut. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass hier nur diese eine Reihe fertig ist und nicht, dass hier nur so viele nachspawnen. Oh. War nicht so gut angefahren. Bin aktuell auch mit Tastatur und Maus unterwegs und nicht mit dem Lenkrad und der Seitenkonsole. Ärgert mich gerade. Wäre hier ja angebracht gewesen, aber... So. Ihr dürft übrigens bewerten, Backsound, Stapler fahren. Wer schon länger dabei ist, kann das ja vergleichen. Zu früher. Ich finde, das ist schon eine ganz andere Hausnummer jetzt, oder? Ich glaube, früher war das sehr unangenehm, dazu zu sehen. Okay, ein bisschen schräg erwischt, aber halb so wild. Lampen brauche ich auch noch mal hier im Bereich. Mir ist das hier etwas zu duster. Muss ich auch noch mal Flutlicht hinstellen. Ding, de ding, de ding, de ding, de ding. Ich sehe ganz viele Meldungen. Wird blockiert, muss entladen werden. Nee, das läuft ja heute total rund. Ich freue mich. Da kannst du nichts machen. Manchmal hast du das. Also den Stapler finde ich echt cool. Der gefällt mir richtig gut. Ich würde sogar behaupten, der gefällt mir besser. Sonst hatte ich immer ganz häufig die
Die Manitou-Stapler. Der hier gefällt mir fast besser. Na, die kleinen Rädchen sind nur manchmal ein bisschen... Ich war zu weit auf dem Boden. Man kann halt doch von der Seite besser gucken. Boah, wenn da nicht richtig viel Brot bei rumkommt, weiß ich auch nicht. Nicht schräg. Mal gerade stellen. Jo, danke. Passt. Oh, ganz so hoch brauchst du gar nicht. So. Sehr gut. Haben wir das auch? Bäckerei ist wieder befüllt. Ich glaube, ich werde mir hier so einen kleinen Abstellplatz reinmachen. Können wir zumindest mal grob vormalen eben. Malen. Was haben wir denn hier so? Ach ja, wir haben ja gar nicht so viele Texturen. Matsch, Dreck. Asphalt, Beton, Schotter. Das wäre noch ganz cool, wenn es für die Map übergreifend quasi so ein Texturenpaket geben würde. Wenn es das gibt und ich das nicht auf dem Zettel habe, dass man das auch in andere Maps einbinden kann, lasst mich das gern mal wissen. Weil auf der Italia fehlen mir echt irgendwie Texturen. Das dürften ruhig ein paar mehr sein, finde ich. So, jetzt haben wir da auch so einen kleinen Parkplatz. Sehr schön. Das haben wir. Dann gucken wir mal, wer hier alles... Da muss entladen werden. Und ich wollte mich eigentlich sputen... Und als nächstes auf mein Weizenfeld und das ernten. Denn hier gibt es noch einen Weizenauftrag. Da soll ich Weizen liefern. 53.000 Liter. Und ich würde 75.000 Euro bekommen. Und der ist nur noch 3 Stunden gültig. Also es kann gut sein, dass ich dann... auf der Suche nach einer vernünftigen Ölmühlen-Mod. Bin ich voll? Oh, ja. Ups, sorry, ich mach Platz. Das Feld einmal fertig mache, das Weizenfeld. Und versuche, diesen Auftrag klar zu machen. ...75.000 ist, denke ich, ein sehr guter Preis. Sollte ich mir aber vielleicht noch einen größeren Hänger holen. Hier haben wir 24.000. Müsste ich dreimal fahren. Weil aktuell habe ich da hinten, glaube ich, nur einen Ladewagen stehen, ne? Ja. Größeren Hänger habe ich noch gar nicht.
So, einmal überladen. In der Zwischenzeit einmal durchspringen. Wer hängt hier wo? Du wirst blockiert. Wunderbar. Von deinem eigenen Ballen. Der läuft wieder. Du bist ready? Perfekt. Perfekt. Dann kann der jetzt nämlich. Grubbern ist auch ready. Nice. Kalken und Grubbern kann ich auch abschließen. So, hier seht ihr, die beiden Aufträge sind noch am Start. 19 fast erfüllt. 68, da hat er schon quasi alles abgegeben oder sehr viel. Ich weiß nicht, ob schon alles drin ist. Also da dürfte einiges für mich überbleiben, weil ich viele Gerstenaufträge gemacht hatte. Aber die verbleibenden hier, die werde ich auslassen. Das lohnt sich nicht so wirklich. Die lasse ich sein. Und hier, na, 72.000 würde der bringen. 53.000 Liter Weizen und ich habe aber aktuell im Lager nur 47. Also ich muss im Grunde nur anfangen zu dreschen und dann kann ich schon das Zeugs wegbringen. Und der hat jetzt nur noch, oh, der hat nicht mehr, ganz 3 Stunden. Zeit läuft. Gut, dann schicke ich dich einmal zur BGA, damit du den das Anhängsel loswirst. BGA Italia. Du bist auch ready. Ich habe schon keinen Zugang mehr. Also stoppen. Dich auch bitte einmal zum BGA begeben. So. Und du hängst hier fest. Ja, das sieht mir aber ganz danach aus. Hast du dich festgefahren? Nee, gut, 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 gut. Wir helfen dir hier mal kurz. Ich werde mal gucken, ob ich das ganze Stroh hier dann auch versuche noch nachzuverwerten oder ob ich das in diesem Fall liegen lasse. Das ist doch eine relativ große Fläche. Auf Feld 19 nehme ich jetzt alles mit. Auf meinen Feldern nehme ich das mit. Ist eigentlich schade, wenn es liegen bleibt, aber ich muss mal schauen, wie weit ich da mit meinen Maschinen komme. Die muss ich ja dafür einbinden. So, du fährst an, wie du sollst. Dann beobachten wir das doch noch mal ein Momentchen. Weil der ist nur im ersten Vorgewende. Oh, das kann lustig werden mit dem Abfahren. Mal gucken, wie sie es gestalten. Und ob der da nicht wieder in der Ecke hängen bleibt. Na, das sieht besser aus. Ich mache nichts. Ich gucke gerade nur zu. Ah, guck mal, hat er sich abgeguckt von mir? Das ist KI. Gleich gelernt. Oh, da drüben ist dieses, ist das Forschungsfeld. Wenn man das als Auftrag bekommt, echt böse. So, okay. Geht wieder los. Finde ich übrigens ganz interessant hier, den Tetor ist es. Nee, Kubota. Ein Kubota-Traktor. Sieht total klein aus. Hat aber erstaunlich viel Zug. Bisschen spartanisch hier drin, aber sonst fein. Mal schauen, ob der sich gleich in so eine Parkposition begibt oder wie sie das machen. Äußerst schlau. Ja, sehe ich, dass du blockiert wirst. Wisst ihr, was wir jetzt eben machen? Ach so, dafür muss ich den aber auch wieder einmal rausnehmen. Im Vorgewende auf der Italia ist das so eine Sache. Dadurch, dass da überall Gräben neben sind, funktioniert das im Vorgewende im ersten meistens nicht ganz so gut hier
mit dem automatisiert abfahren lassen und so. Na, mehr drin als ich dachte. So, wieder einklappen. Wieder auf die Bahn bringen. Und weiterfahren lassen. Und du kriegst deinen Auftrag wieder. So. Ah ja. Na, der Baum scheint äußerst ungünstig da zu stehen. Gut. Einmal vorbeigeholfen. Naja, kannst nichts machen. Ich hoffe, den Rest kriegt er jetzt hin. Der steht parat. Und wir müssen noch den zweiten Hänger entladen. Wunderbar. Gut. Wieder ein bisschen was geschafft, ein bisschen Erkenntnis dazu gewonnen. Einen kleinen Fehler gemacht, den noch korrigiert. Also war wieder einiges mit dabei. Da kommen auch unsere Fahrzeuge gerade wieder an. Sehr schön. Die setze ich dann mit darauf an, dass wir die Ballen runterholen von dem anderen Feld. Und ich schaue jetzt mal, was ich noch so an Ölmühlen-Mods finde, ob da was bei ist oder nicht. Und dann lasst euch überraschen, beim nächsten Mal müssen wir die dann ja setzen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es jetzt so duster ist heute hier. Sorry dafür. Ich habe gedacht, es geht nicht ganz so schnell. Dachte, das bleibt etwas länger, zumindest ein bisschen hell. Aber okay, ist so. Kann man jetzt nichts machen. Schreibt mir gern, lasst mir gern Daumen da, auch gern ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.